Okay, wollen wir das nochmal probieren? Mann, 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 du. Okay, jetzt gucken wir erst einmal. Okay. Alter. Gut, Gegner ist weg. Ganz spontan. Ach, das stimmt nicht. Ach so. Okay, jetzt ist er tot. Ich muss erstmal ganz kurz recken, sonst ist gleich doof. Alter, wie soll ich das denn machen? Alter. Scheiße, ich brauche eine Sniper oder sowas. Dann würde das besser gehen. Aber habe ich nicht. Kann ich irgendwann herholen? Ja, hier drin. Da kann ich eine Sniper herholen. Ja, Moment. Ich hole ganz kurz einen Sniper. Ja, lass sie haben. Ich hole mir jetzt einen Sniper. Nehmen wir die. So. Mann, Alter. Mann! Okay, ich bin echt schlecht im Snipern. Würde ich sagen, ich bin echt schlecht. Okay. Von wo? Alter! Ich hab die nicht einmal gesehen, die ganzen. Alter Schwede. Krasser Scheiß ist das. Also das ist echt... das ist echt krass, finde ich. Okay, nochmal. Wir brauchen nochmal ganz kurz einen Sniper. Oder generell mal andere Waffen. Ich behalte aber diesmal die, glaube ich, sagen. Ja, ich glaube, das wäre dann... Wer ist dann... Okay. Feinde am Hang! Geht in Deckung! In Deckung! Wir haben Granatenwerfer! Okay. Ganz ruhig bleiben. Aber schneller weg. Fast geschafft, hört sich doch gar nicht so schlecht an.
Oh nein, kein feindlicher Hubschrauber über Anhöhe. Alter Schwede, das ist echt krass. Es sind so fucking viele einfach, die wir hier schon wieder gemetzelt haben. Es ist so krass. Alter! Mann! Es ist so... es ist so nervig, wenn man immer alles zehnmal machen muss, wenn man schlecht ist. Okay. Und zum tausendsten Mal. Die war gut, die nehmen wir nochmal mit. Das Gewehr ist aber kacke. Fand ich. Die machen alle so verkackt wenig Schaden, diese Waffen. Nehmen wir die. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich raus kann. Schön hier. Okay. Feinde am Hang! Killendeck! Im Deko! Haben Natürlich habe ich das. Sonst wäre ich auch nicht ich, ne? Dass der immer noch lebt. Ah, egal, 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 egal. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Alter. Feindliche Hubschrauber über Anhöhe. Ganz ruhig, immer das normal. Zack. Hubschrauber down. Komme hier irgendwie hoch, dass ich dann von hier aus angreifen kann. Lauf, 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 lauf. Naja, ich bin ja schon dabei, aber irgendwie... Alter, Alter. Das wird nichts. Alter, ist das krass. Was zum Teufel, ey. Alter Schwede, wie soll ich das denn machen? Und wenn die anderen nichts mitmachen? Das ist schlimm, dass die NPCs so wenig schaffen. Deswegen schaffen wir das auch nicht. Okay, Waffe wechseln wieder auf die Sniper. Die wechseln auf diese hier. Na, wird schon. Wird schon, wird schon. Okay, wir versuchen es nochmal.
So. Okay. Lauf, Junge, lauf. Alter. Nachladen. Feindliche Hubschrauber über Anhöhe. Treffe ich von hier hinten nicht, oder was? Ne, treffe ich nicht. Okay, momentan sehe ich gerade keinen. Zurück, komm los. So. Okay, mit der Sniper geht das relativ gut. Damit kann man die schon gut wegholen. So, ganz ruhig. La la, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, dahin ist auch noch einer. Na. So. Können wir, glaube ich, auch. Gegner sind weg. Okay, rein. Alter Schwede. Denn es ist Metall. Das haben die doch gleich durchgeballert. Hast du eine bessere Idee, Irish? Du hast gesagt, sind sie wär gar nicht tot. Cheng wollte ihn töten. Jetzt ist er auf der USS Valkyrie. Dein Mann, in Anführungszeichen? Ja, unsere CIA-Tarnung. Wenn Cheng herausfindet, wo er ist, dann ist Chinas Zukunft in Gefahr. Scheiß auf Chinas Zukunft. Alle an Bord unseres Schiffes sind in Gefahr. Dagegen können wir nichts tun, mein Freund. Wer bist du eigentlich? Wer zum Teufel ist das? Scheiße. War das auch Teil des Plans? Heli, in Deckung! Ich hab's versucht.
Dima hat's erwischt. Alles klar bei euch? Ich bin am Leben. Der Russe ist tot. Wenigstens starb er als freier Mann. Hoch mit dir. Mach schon. Los. Wir haben einen langen Weg vor uns. Systemüberprüfung. Kurzwelle steht. Ich habe ISM und einige Standardempfänger am Laufen, Sir. Versuchen Sie, Ismailia direkt über Antenne zu erreichen, sobald wir uns US nähern. Bis dahin absolute Funkstille. Aye, aye, Captain. Irgendein Zeichen von Tombstone? Gar nichts. Nicht mal eine Trägerwelle, Sir. Wir werden hier verrecken. Wir bleiben zusammen und am Leben. Okay, das hoffe ich auch. Ach, die werden heil ankommen, da bin ich mir sicher. Die werden heil ankommen. Zwei Tage später. So eine Scheißkarre! Soll ich lieber fahren, Irish? Schon gut, Hannah, ich schaff das. Ich komme hoch zu dir. Ohne Essen und Wasser halten wir nicht mehr lange durch. Gib uns Deckung, Wrecker. Ist es weit bis zu diesem verdammten Stützpunkt? Geht's dir auch wirklich gut? Lass einfach mich fahren. Nur über meine Leiche, Hannah. Warum kannst du mir nicht vertrauen, Irish? Willst du mich verarschen? Ich weiß nichts über dich. Wem gilt überhaupt deine Loyalität? Ach, weißt du, vergiss es. Ach ja? Versuch's doch mal. Ich habe Jinji meinen Eltern, meinen Geschwistern und ihren Kindern vorgestellt. Ich wollte ihnen Hoffnung geben. Am nächsten Tag kamen Chins Truppen und brannten ihr Dorf nieder. Sie haben alle getötet. Langsam. Wow. Diesmal muss ich sagen, das wusste ich nicht. Pass auf, Hannah. Es tut mir leid, okay? Vertrauen verdient man sich, Irish. Verfluchte Scheiße! Los, los, los! Russen! Haben die uns gesehen? Ganz ruhig, dann sind wir sicher. Das nennst du sicher, Hannah? Wir müssen hier raus. Es sind so viele, verdammt! Leise, Marine! Komm, los, los, los! Bewegung! Alles okay? Ist was auf den Kameras oder Sensoren? Alles sauber. Wir haben 3 Minuten. Was ist das? Ein Observationsposten? Ja. Kommt jetzt, Leute. Bewegung. Hey, wir wären fast aufgeflogen. Dachte, du wärst ein Marine. Tombstone Squad. 7. Flotte. Ah, woher kommst du? Brooklyn, East Flatbush. Was, auf der Tilden oder Wingate? GWH. Westinghouse. Ja. Echt? Da war mein Bruder. Mein Dad hat ein Restaurant in Brownsville. Wer sind die beiden? Wrecker, Squad Leader. Sie ist vom chinesischen Geheimdienst und eine gute. Wie kommen wir zum Stützpunkt? Was weiß ich. Zauberei? Ich zeig euch, was los ist. Die Russen sind überall. Wir haben den Stützpunkt verloren und wurden in die Altstadt zurückgedrängt. Wir brauchen einen Transport nach Westen. Wo ist der befehlshabende Offizier? In der Altstadt natürlich. Ist 1 Kilometer östlich. Orientiert euch an der blauen Kuppel und sucht Major Greenland. Könnt ihr gar nicht verfehlen. Hey, kontaktiert Greenland und gib ihr Bescheid. Jawohl, Sir. Ist das der beste Weg? Absolut. Habt ihr noch was im Wagen, das die Russen nicht in die Finger kriegen sollen? Nichts außer jede Menge Dreck. Wrecker, stimmt's? Molinas Hot Pockets, der Laden meines Vaters, das beste Hühnchen der Stadt. Musst du mal mit deinem Squad hingehen. Okay, Marines, na los, alles verbrennen und dann weg hier, zieht Leine! Okay, dann. Das beste Hühnchen der Stadt. Mann, hab ich Hunger. Verdammt viele Feinde auf dem Weg in die Altstadt. Ja, aber anscheinend müssen wir das tun. Moment. Panzer. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das
Welche Infos? Dann gestorben ist. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Zurück, 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 zurück. Wir sind richtig tot. Wir kommen hier absolut nicht raus, okay. Frisst das, du Dreckspanzer. Ich weiß noch nicht, ob das so viel bringt, aber... Ist auch ein Drecksack, ne? Wer hämmert hier? Ich nehme auf. Schnauze. Also mal im Ernst. Echt Schnauze. Hallo? Sag mal. Ich glaube, ich spinne. Boah, Alter. Ist das hier eine Action im Spiel? Und mir ist warm wie sonst was, ey. Mir ist warm. So langsam. Okay. Ja, Panzer, du bist auch so ein Verrückter, ey. Lauf. Nice. Nice, nice. Einmal ganz kurz. 2 Sekunden, Moment. Okay, erstmal den Pullover ausziehen. Oh, ist mir warm doch. Okay, okay, okay. Hier in Deckung. Und einmal bitte wieder markieren. Alles, was wir können. Röcke, Raketenwerfer auf dem Dach. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen durch das Tor auf der anderen Seite. Die Drecksrussen unterstützen Shang. Unsere Informationen waren korrekt. Welche Infos? Die, für die Dan gestorben ist. Okay. Der Panzer dreht um. Ich schleife mich hier mal lang zum Raketenwerfer. Ach, Kacke, da komme ich nicht hoch, war ja klar. Laut. Die lagern Ausrüstung auf den Dächern. Okay, jetzt können wir nichts mehr anderes tun, außer reingehen. Granate. Wo war das? Alter. Ist das krass. Hör auf zu hämmern da drüben. Mann, ich nehme auf. Schon seit langer, langer Zeit. Das ist echt krass. Alter. Da ist noch ein... Da ist ein Panzer. Da. Okay. Ich werde diesmal ein bisschen schneller vorgehen.
Alter Schwede, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Wir sind tot, das war's. Granate und dann, ja, einen Lebenspunkt hatten wir noch. Oh Mann, wie soll ich denn da hochkommen? Ich muss die irgendwie schneller wegkriegen, habe ich so das Gefühl, ne? Ich bin, glaube ich, zu langsam. Ich muss die auf dem Dach einfach schneller wegkriegen. Ohne, und zwar ohne, dass die mich sehen, leider. Das heißt, leider muss ich halt einfach, ne? Okay, haben alle markieren. Gut. Oh, scheiße. Lauf, 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 lauf. Das wird nichts, wir sind sowas von tot. Ja, war klar. Das war klar. Das war auch ein bisschen doof von mir. Ich muss doch ganz schnell kurz einen Schluck trinken, also bin ich gleich tot. Mm. Pisswarm. Boah. Alter Schwede. Oh, falsche Taste. Okay. Da steht einfach hier mitten im Garten, du. Okay, 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 okay. Panzer weg. Boah, da ist auch einer. Okay, das war's. Okay, das hat nicht ganz so viel Sinn. So. Oh, Gott sei Dank. Waffen. Ja, ich kann wieder meine Waffen wechseln. Okay, ich möchte hier gerne wieder das G36 haben und hier die ja, fertig. Okay, hier haben wir noch Sekundärwaffen. Einmal das und einmal das. Okay. Fahrzeug auf der Straße. Okay, schieße. Oh, das war gar nicht gemeint, aber egal. Ich muss dringend irgendwo anders hin. Fuck, das war nicht klug. Das war absolut nicht klug.
one calls it killing. It's simple, black and white. A soldier's heart within my soul. Just tell me who to fight. Glistening like stars above, explosions lead our way. The pains I have will never fade, like the memories of the mess I made. We will recall with pride the names, the men who fought and died. We stand alone and yet it's one for the ones we left behind. Unsettled nights and shadowed dreams, illuminating light. Tears roll down the hardest face, unseen in darkest nights. Chain to their names and wave our flag and proudly bring them home. In the fading light of the setting sun, lest their images will soon be gone.